Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wisst, bin ich in der Mantis Guild und wir hatten vor 4 Monaten die große Ehre, unsere eigene ISO-Waffe für Assassin's Creed Valhalla designen zu dürfen. Ich kann euch jetzt Bilder, Videos und Behind-the-Scenes-Infos geben. Vor allen Dingen die Perks und die Lore würde euch am meisten interessieren, da bin ich mir sicher. Das Geile ist, ihr werdet die Waffe auch bald bekommen. Wenn ihr mich supporten wollt und nichts mehr verpassen wollt in dieser Richtung, dann jetzt gerne den Abo-Knopf dalassen, denn auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung AC Lore. Wir legen aber los. Ihr wisst, ich habe ja alles markiert mit Timestamps. Wenn euch ein Thema nicht interessiert, dann einfach nach vorne oder nach hinten spulen. Wir werden uns insgesamt heute 3 Klingen angucken. 2, die ins Spiel kommen werden und eine Klinge, die leider nicht ins Spiel kommen wird, die aber auch sehr geil aussieht. Und da könnt ihr mal am Ende eure Meinung abgeben, welche von diesen 3 ihr am besten findet. Doch wie kam es eigentlich dazu? Im Mai 2021 hat Ubisoft und das Community-Team von Assassin's Creed Valhalla mit uns gemeinsam eine Waffe erstellt. Wir wurden dazu in der Mantis Guild mit über 150 Mitgliedern in Gruppen unterteilt und jede Gruppe musste dann mit ein paar Vorgaben eine Klinge erstellen. Ich habe dazu auch schon ein kleines Video gemacht, das seht ihr hier auf jeden Fall. Könnt ihr euch gerne anschauen später, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall sollten wir ein ISO-Kurzschwert kreieren, wir sollten die Lore entwickeln von der Waffe und wir sollten auch die Perks, die zu der Waffe gehören, entwickeln. In der Gruppe haben wir also Ideen gesammelt, wir haben Designs gesammelt, haben die ausgesprochen und eine Person in der Gruppe hat sich dann darum gekümmert, das Ganze aufs Papier zu bringen und die anderen haben quasi die Lore, die Designideen mit reingeworfen und am Ende ist da was ziemlich Cooles bei rumgekommen. Wir hatten für die erste Präsentation 1 Stunde Zeit, um die Waffe zu entwickeln und die Lore zu entwickeln und haben dann nach dieser Stunde innerhalb aller Gruppen der Mantis Guild jede Waffe von uns geteilt, also jeder hat die anderen Waffen gesehen und natürlich auch Ideen damit rausgenommen, weil das ist für später nochmal wichtig. Und dann hatten wir eine Woche Zeit, um das Ganze zu finalisieren und schöner aufs Papier zu bringen. Und da fragt euch wahrscheinlich, ey Pascal, was hat denn deine Gruppe für eine Waffe kreiert? Die zeige ich euch natürlich jetzt. Das, meine Freunde, ist unser Schwert Hofu und das haben wir in einer Woche designt und geschrieben. Und wie es dazu kam, das erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr ein bisschen in der nordischen Mythologie unterwegs seid, dann wisst ihr, dass Hofund das Schwert von Heimdall ist. Denn er ist der Hüter des Bifrosts, des Bifrosts. Und den wollten wir so als Inspiration nehmen. Wie ihr wisst ja, wir hatten zu Beginn 1 Stunde Zeit, um unser Design fertig zu machen, um es dann in der Gruppe zu teilen. Hierbei haben wir natürlich den Bezug zum Bifrost genommen und einen Regenbogeneffekt einbauen lassen. Ja? Wir haben also eine normale Klinge, die so leicht die ISO-Elemente aufweist und einen Regenbogen-Glow enthält. Dazu natürlich das Assassin's Symbol auf der Klinge, was ja auch beim Endergebnis drauf war und einen roten Schal, kann man fast sagen, den man ja auch bei den Assassinen im Mittelalter gesehen hat. Und zu guter Letzt, und da bin ich sehr stolz drauf, weil ich diesen Designansatz hatte, nämlich sehen wir hier am Knauf 2 Rabenköpfe. Das haben wir in unserer Waffe am Ende nicht verwendet, wurde dann aber in einer anderen Waffe verwendet, die wichtig ist für später. Wir hatten dann 1 Woche Zeit, um alles zu finalisieren und haben die Lore auch nochmal komplett umgeworfen. Denn Heimdall hatte eine Reinkarnation und zwar ist das Rick Redarson. Und in der Rixugur, in den Briefen, die wir in der Welt von Assassin's Creed Valhalla in England finden, erfahren wir auch von seiner Reise. Und die Lore der Waffe ist richtig klasse. Dazu müssen wir uns einmal das Hauptspiel angucken und die Events, die Ragnarök initiieren oder darauf hingeben. Und ein Event davon, das sehen wir zwar noch nicht, aber wir haben schon einen kleinen Teaser bekommen zu Muspelheim. Der Führer von Muspelheim ist so. Und Sur zerstört während Ragnarök den Bifrost. Und da beginnt die Geschichte von unserem Schwert Hofur. Der Bifrost wird zerstört, die Splitter fallen in jede Himmelsrichtung, in die verschiedenen Welten hinein. Und eine Person findet einen dieser Splitter. Rick Redarson, der bekanntlich verrückt war nach Kreuzen, hat das Schwert genommen und es verarbeitet und in einen Griff getan, der aus purem Gold bestand. Rick Redarson kämpfte mit diesem Schwert in vielen Schlachten und in einer Schlacht nahm er auf einmal eine Silhouette über seinem Kopf wahr, die die Form eines Adlers besaß. Es entwickelte sich Rauch und er spürte tausende Schnabelstiche an seiner Hand und musste das Schwert fallen lassen. Als der Rauch sich löste, war das Schwert und der Adler oder Rabe weg. Das ist die Lore des Schwertes. Ich feiere sie übertrieben hart. Ihr habt sie nochmal im Englischen in einer etwas genaueren Ausführung hier auf dem Bild. Lasst doch dafür mal einen Drängerdaumen nach oben da. Da würde ich mich extrem freuen. Teilt es gerne mit euren Freunden in der AC-Community. Und ich fand den Einsatz ziemlich cool, der diese Klinge am besten beschreibt. Like the Bifrost, the Assassin's Creed Community is a bridge. A bridge between fans and developers alike. We, the mentors, not only build the pathway between the realms of the community, but are its Stewards and Protectors, much like Heimdall, safeguarded the Bifrost, as was his sworn duty. Um das Ganze kurz mal ins Deutsche zu übersetzen, weil es ein schöner Text ist. Wie der Bifrost ist die Assassin's Creed Community eine Brücke bzw. eine Verbindung zwischen vielen Dingen.
Eine Brücke, eine Verbindung zwischen Fans, aber auch Entwicklern. Wir, die Mentoren, schaffen nicht nur die Verbindung zwischen den Welten der Communities, sondern sind auch deren Begleiter und Beschützer. Ähnlich wie Heimdall, der den Bifrost beschützt hat und seine Pflicht erfüllt hat. Geiler Text, oder? Mir fällt gerade auf, ich erzähle so viel zu unserem Schwert, weil ich es einfach so feier, es tut mir echt leid. Aber jetzt kommen wir ganz kurz zu den Design-Aspekten, denn hier haben wir mehrere Punkte. Zum einen habt ihr diesen Rainbow Glow, der dem Bifrost ähneln soll. Zum anderen haben wir natürlich das Kreuz an sich, welches von Rick Riderson aufgesetzt wurde. Dabei ist interessant zu sehen, es sind 9 Sterne. 9 Sterne für die 9 Realms in der nordischen Mythologie. Außerdem, warum Sterne? Weil das Mentoren-Logo, wie ihr seht, natürlich einen Stern in der Mitte hat. Das heißt also auch nochmal da der Bezug zu den Mentoren. Dazu einen Ledergriff mit einer roten Bandalore, mit einem roten Band, welches den Bezug zu den Assassinen nochmal stärken soll mit dem Symbol in der Mitte. Wenn wir uns die Perks angucken, dann seht ihr, dass sie ein bisschen übertrieben sind, aber ich finde sie trotzdem geil. Dass beim Schwingen der Waffe werden Gegner geblendet. Der Besitzer der Waffe wird geheilt und der Damage Output, also den Schaden, den die Gegner machen, der wird gesenkt. Aber sagt mir doch mal, Leute, was ihr von dieser Geschichte haltet, von diesem Schwert vor allen Dingen. Ich würde mich mega freuen, eure Meinung dazu zu hören. Rechts oben hier im Bild habt ihr nochmal alle Teammitglieder. Meine Wenigkeit, Rule, Schrägstrich Dylan, Leonardo, Miku und Yoshitsune. Und Liebe geht raus an euch. Danke für die Arbeit. Wirklich, hat echt Spaß gemacht, diesen Prozess. Und als nächstes machen wir eine Rüstung, hoffe ich mal. Und jetzt, meine Freunde, kommen endlich die Schwerter, die ihr später auch im Spiel sehen werdet und die wir am 7. September bekommen werden als Mentoren. Vorab muss ich dazu sagen, dass wir alle Designs untereinander geteilt haben in der Mentorengilde. Wir haben dann demokratisch am Ende entschieden, welche von diesen ganzen Designs es verdient haben bzw. am besten reinpassen würden ins Spiel. Und dabei haben am Ende 2 Schwerter tatsächlich geglänzt wortwörtlich. Deswegen schauen wir uns das erste Schwert an, was am 7. September für alle Mentoren erhältlich sein wird, erst einmal. Und zwar die Astralklinge. Und genau auf diese Waffe gehen wir jetzt ein, auf die Designideen, die Hintergrundinformationen und die Perks natürlich. Dabei ist zu beachten, dass die nicht wirklich gewertet wurden. Ja, das war ungefähr eine Idee. Das heißt also, die Geschichte kann sich nochmal ändern, die Beschreibung der Waffe kann sich nochmal ändern und auch die Perks können sich nochmal ändern. Und jetzt gehen wir da so ein bisschen mal drauf ein. Wir haben zum einen natürlich ein sehr ISO-orientiertes Design mit dem Knauf, der sehr Edenapfel-ähnlich aussieht, mit den verschiedenen Leuchtelementen und dem Griff. Ich finde, sieht sehr, sehr aus wie ein Edenschwert, hat schon Ähnlichkeiten mit Excalibur. Und was auf jeden Fall auffällt, ist der Stern als Parierstange. Der ist natürlich inspiriert worden von unserer Mentors Guild, denn die Mentors Guild hat einen Stern im Logo und da ist der Bezug der Waffe nochmal wiederzufinden. Dazu gibt es verschiedene Kreise und Linien, die Sternsymbole, Sternbilder widerspiegeln sollen. Zum einen, wie zum Beispiel in Assassin's Creed Origins, die Sternbilder, die man findet, oder die Bücherei bzw. Bibliothekstür, wo auch, ich glaube, diese Kreise zu sehen sind. Korrigiert mich da, wenn ich falsch liege, Team 3. Dazu haben wir auf dieser Waffe, auf dieser Klinge, 4 Sternkonstellationen. Die sind hier auf dem Bild nochmal abgebildet. Ich kenne leider nicht deren Namen. Könnt ihr mir ja mal als Test gerne in die Beschreibung schreiben. Und die Lore der Waffe finde ich sehr, sehr geil. Die finde ich richtig geil, denn die hat einen Bezug zu Assassin's Creed Origins. Und daher passt es auch, finde ich, mit den Sternkonstellationen. Und die Lore-Freunde ist wirklich klasse. Nachdem Bayek von Siva die Herrschaft von Akhenaten beendet hatte, kehrte er zu dem Tempel unter der Sphinx zurück und platzierte diese Klinge dort, in Erinnerung an seinen Sohn Chemu, welcher oft in den Sternhimmel geschaut hatte. Hunderte Jahre später kommt ein junger fremder Händler mit dem Namen Reda in Besitz dieser Klinge und erzählt Eivor dessen Geschichte. Dass der Mann, der diese Klinge schwung, seine Familie an erster Stelle stellte und dass nur die, die ähnliche Überzeugungen teilen, es verdient haben, diese Klinge auch zu schwingen. Reda sah, wie Eivor sich für ihren Clan eingesetzt hat. Er übergab ihr das Schwert und als sie es in den Händen hält, fängt die Konstellation auf der Klinge an zu leuchten. Reda wusste dann, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Geile Geschichte, geiler Bezug zu Assassin's Creed Origins, mega nice. Und ich hoffe, kommt in der Zukunft nochmal was, vielleicht mit Bayek. Ist ein super Charakter und hat mir wirklich Spaß gemacht. Was ist euer Lieblings-AC? Lasst es mich mal wissen. Wahrscheinlich AC Origins oder AC 2, oder? Perks sind ganz easy. Ja, Schadensboost, wenn man das Schwert bei Nacht benutzt. Macht ja auch Sinn wegen den Sternkonstellationen. Finde ich cool. Gibt es ja auch schon im Werwolf-Set, dass man ein besseres Set hat, wenn man das Ganze bei Nacht nutzt. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Hier noch ein Video, was ihr euch anschauen könnt, wenn ihr möchtet. Meiner Meinung nach das beste Set, zumindest was die Rüstung angeht. Wir sehen uns dann auf jeden Fall am 7., spätestens am 8. September wieder hier in diesem Video, denn ich werde die Waffe natürlich analysieren, euch zeigen und wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann wisst ihr, was ihr machen müsst, nämlich die Glocke aktivieren, ganz klar, sonst verpasst ihr es.
Kommen wir nun zum zweiten Schwert, was wir bekommen werden. Und ich denke mal, das werden wir als Mentoren mit dem nächsten Title-Update 1.3.2 bekommen. Hierbei haben wir natürlich eher einen traditionellen Approach. Das heißt also, die Waffe sieht auch traditioneller aus, ist aber dennoch eine Izu-Waffe. Valraven heißt diese Waffe. Den Namen klären wir auf jeden Fall gleich. Ich finde allerdings, die Klinge hat einen sehr traditionellen Approach. Finde ich ganz geil. Hat so ein paar Details, die wir uns gleich angucken. Wir kommen aber erstmal zur Lore. Eivor kehrt also nach den Ereignissen vom Irland-DLC zurück nach Hrefnatorp. Und Azar gibt ihr als Dank ein Geschenk der Verborgenen. Diese Waffe heißt Valraven's Claw. Inspiriert von der mythischen Kreatur, die halb Wolf, halb Rabe ist. Ein Tribut an den Rabenclan, aber auch an Eivor selbst, die ja von einem Wolf geküsst wurde. Das Schwert der Klinge besteht aus Damaskusstahl, welches für seine gute Qualität bekannt ist. Dazu haben wir eine nordische Inschrift auf der Mitte der Klinge, die Gilde ergibt, um einen kleinen Tribut zum Mentorskill zu schaffen. Als Parierstange haben wir natürlich ganz offensichtlich das Logo der Verborgenen, ein Assassinen-Logo. Und zu guter Letzt natürlich die beiden Rabenköpfe als Knauf. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das Team 7 vorher schon diese Idee hatte. Ich bilde mir jetzt einfach mal ein, dass es daran lag, weil sie unser Schwertdesign gesehen haben und sich dachten, ey, diese Rahmenköpfe, die da gemacht wurden, gezeichnet wurden, die finde ich ganz cool. Und die machen wir auch an unser Schwert dran. Deswegen, ja, ich sage jetzt einfach mal, dass da auch ein Einfluss von mir in dieser Klinge herrscht, auch wenn es nicht mein Team war. Ihr könnt mich natürlich gerne korrigieren, Team 7, schreibt es gerne hier in die Kommentare, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber dennoch eine sehr, sehr geile Klinge. Ich finde, ein traditioneller Approach passt, glaube ich, dann auch noch mehr rein in das Universum von Assassin's Creed Valhalla. Natürlich hat sich dieses Team für diese Waffe auch einen Perk vorgestellt und das präsentiere ich euch mal kurz. Nach 5 aufeinanderfolgenden Treffern im Kampf, ohne selbst getroffen zu werden, wird bei der nächsten Attacke der Gegner bewusstlos. Ganz solider Perk, finde ich, nicht zu übertrieben und auch durchsetzbar. Mal gucken, was da dann wirklich kommt. Dazu als kleines Gimmick gibt es nach jedem Treffer ein kleines Leuchten von diesen Runen. Mal gucken, ob das wirklich angewendet wird. Ich glaube nicht, weil auf diesem Video, was wir hier sehen, sieht es jetzt nicht so aus, als würde diese Runenschrift leuchten. Aber vielleicht ist es ja im Kampf nochmal anders. Das werden wir dann spätestens Ende September bzw. Anfang Oktober sehen. Freunde, was für ein Husarenritt, das waren fantastische Schwerter. Jetzt mal eure Meinung, welche von diesen drei Schwertern fandet ihr am besten? 1, 2 oder 3? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, kommentiert es gerne mit der Zahl. Allerdings kurz die Info natürlich, alle Schwerter sind gut, da steckt extrem viel Arbeit rein, also bitte konstruktiv natürlich die Kritik raushauen, ja. Und die beiden Schwerter 2 und 3 sind die Schwerter, die wir dann bekommen werden. Erstmal wir als Mentoren und dann natürlich auch ihr kostenlos über Ubisoft Connect. Wann das stattfinden wird, das weiß ich noch nicht ganz. Im Laufe des Jahres. Gerne aber mal eure Meinung in die Kommentare. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich. Wir sehen uns im nächsten Video und ich weiß, ihr habt die Glocke aktiviert. Ja, Evo, die haben die Glocke aktiviert. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Evo.